Hallöchen meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge EVE Online. Hier ist euer Harry Podan. Und wir machen jetzt einfach mal, was die gute Aura uns sagt. Wir gehen auf Rechtsklick. Und ich muss jetzt erstmal suchen. Hier steht eine ganze Menge Schiff verlassen. So, hier ist unsere Kapsel. Jetzt sehen wir das mal. Das ist unsere Kapsel. You should now right-click your new frigate and select Assemble Ship. This will finalize the last preparations and calibrate your vessel, so you can pilot it. Übrigens will ich mal gucken, kurz, bei den Einstellungen, ob wir das grafisch, können wir da noch was aufwerten? Anti-Aliasing, können wir mal auf hoch pushen, ansonsten, Texturqualität hoch, so, anwenden. Hat das jetzt großartig Auswirkungen? Nö, ne? Nicht so wirklich. Ich sehe jetzt keine Änderung. Macht aber auch nichts. Gut. Ja. So. Ja, genau. Das sollen wir machen. Massenausrüstung. Achso, wir müssen erstmal zusammenbauen, Mensch. Ich wundere mich, warum ich nicht einsteigen kann. Na klar. Erstmal zusammenbauen. So, aktivieren. So, steigen wir ein in unser Rifter. Das ist er. Die Rifter. Oder der Rifter. Ja. Machen wir. Neu verpacken. Ganz wichtig, dann wird es leichter auch. Also nimmt weniger Platz weg, glaube ich. Und wir könnten es jetzt ins Inventar packen. It's now time to fit your new ship with modules. Open your inventory and go to item hanger. You will want to fit weapons. An afterburner, a stasis webifier and your repair module. To fit, right click on each of the modules and select fit to active ship. You should then open your fitting window and ensure you have everything you need fitted to your ship. Now that you have prepared your ship for the fight, Captain, it is time to head into space and start the journey to the Drifter Hive Stargate. So, das machen wir. Wir öffnen jetzt auch gleich mal noch unsere Ausrüstung. Dann sehen wir, wir haben hier 4 Slots. Und 3 davon, also 3 Geschützturm-Slots haben wir. So. Wir haben aber, glaube ich, nur einen Geschützturm. Nein, tatsächlich 2. Ach, wie schön. Wir ziehen die jetzt hier einfach mal so rein. Ach, wir haben sogar 3. Ah, wunderschön. Das ist ja super. Und das hier nehmen wir auch gleich noch mit. Zack. Meiner könnten wir sogar... Oh, wir haben schon alles. You understand what's at stake. The Hive must be destroyed to remove this threat. With the Drifters pushed back, the 7 tribes of the Minmatar Republic can secure our homes and trading caravans, continue to rebuild the economy, and re-establish our defensive cordon against the Amar Empire. We are hoping that we will learn more about the Drifters from this attack. It's imperative to find out why they have been attacking us and removing the survivors. We've lost too many brothers and sisters to this invasion. Yeah. Geht mir auch so. Hier sehen wir unseren Energiespeicher. Wäre stabil, aber wir sehen schon, wir verbrauchen jetzt natürlich einiges durch die ganzen Module, die wir ausgerüstet haben. Und hier könnten wir noch Modifikationen reinhauen. Haben wir jetzt aber nicht. Ist auch Quatsch, denn, ja, ich spoiler mal. Dieses Schiff haben wir nicht mehr lang. Dieses Schiff haben wir leider Gottes nicht mehr sehr lang. Was ich noch mal kurz gucken will, was diese Autocannon. Huch. Oh, ist es, ich bin alt. Nee. Ich gebe mal einfach Auto M. Hier, die Gatling Autocannon. Das ist der Blueprint, den will ich jetzt nicht unbedingt. Hier. Das hier zum Beispiel. Geht das ohne Munition?
Nee, hier bräuchten wir zum Beispiel Munition. Ich weiß nicht, ob wir die dringend brauchen. Ich suche eigentlich die Gatling-Autocannon. Hier. Gatling-Autocannon 1. Ich weiß nicht, brauchen wir das dringend? Weil bei der hier haben wir ja auch nicht. Egal. Wir können sie jedenfalls mit Munition ausrüsten und dann werden wir vielleicht mehr Schaden machen oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls docken wir jetzt ab. Und begeben uns dann bald in eine dicke Schlacht. So, Kurs setzen. Autopilot aktivieren. Click on the next location marker in the info panel to travel to the site. Ja. Zum Sprungtor. Jetzt geht's zum Bienenstock bzw. zum Nest. Oh, deutsche Korps bildet aus. Ja, man sieht überall solche kleinen Depots, wo die Corporations Werbung für sich machen. Ne? Viele Polen sehen wir. Polska Kurwa hier. Annäherung an das Sprungtor. Unsere schöne Rifter. Ich weiß gar nicht, kriegen wir eine Rifter am Ende oder kriegen wir eine Venture? Ist ja auch egal. Also bisher habe ich immer eine Venture bekommen. Es kann aber auch sein, dass wir hier bei den Minmatar eine Rifter bekommen. Wäre mir auch recht. Obwohl. ja, eigentlich. Autopilot springt. Weiß nicht. Ah, hier gibt es verschiedene Skins, ne? Können wir das. Ah, das habe ich noch gar nicht gemacht, mir das so angesehen. Ja, nice. Was kosten denn die? Warp-Antrieb aktiv. Ja, gut. Anscheinend, Alter, wie viele Skins gibt's denn hier? Krass. Annäherung an das Sprungtor. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen springen. Hier, wir haben noch zwei Sprünge vor uns, das heißt, wir können noch eigentlich in Ruhe ein bisschen gucken. Ne? Können auch eigentlich ein bisschen in Ruhe gucken. Wir haben jetzt hier die Rifter. Dementsprechend gehen wir mal bei R. OP. Gibt es mit Q eine? Ich glaube nicht. Ein Schiff mit Q? Nö. Wohl nicht. Rifter. Hier die Retriever. Ah. Rifter. Ein Skin gibt es dafür. Ja. 8 Millionen. Ist auch der einzige, den es. Ne, hier ist noch. Den hier gibt es auch noch. 11 Millionen. Das sind 10 Millionen. Warp-Antrieb aktiv. Naja. Gut. Dann geht's weiter hier. Mal sehen. Ihr könnt mich übrigens auch anschreiben, wenn ihr Bock habt oder so. Annäherung an das Sprungtor. Auch wenn ihr Tipps habt, wenn ich Sachen falsch erklärt habe, sagt mir auch gern. Das Tutorial ist hier eigentlich fast schon zu Ende. Na, da kommt jetzt nicht mehr wirklich was. Werden wir dann sehen, ob wir weitermachen. Wie gesagt, die Entscheidung liegt bei euch. Wir können das natürlich auch als Steam-Spiel machen auf Twitch. Ja, das werden wir dann sehen, wie das bei euch ankommt, das Projekt. So. Wie gesagt, hier die Corporation. Autopilot. Könnten wir eine suchen. Autopilot deaktiviert. Wegpunkt erreicht. So, wir sind da. Oh, warte, da haben sich jetzt gerade die Corporations geladen. Wo waren das jetzt? Hier. Hier die, ja. PvP-Log gesucht. Wir suchen genau dich. Das glaube ich nicht. Deutsche Mining Corp, das wäre zum Beispiel eine für mich. Ja. Wie gesagt, hier können wir noch aussuchen, auf was wir uns konzentrieren.
Wachstum, Beispiel hier Bergbau. Ne? Das hier weg. Bergbau. So, so, so. Das werden jetzt alle mit Bergbau. Wir sind neuer Pilot, das heißt geeignet für neue Piloten. Sprache können wir, glaube ich, nicht eingeben, aber wir könnten hier, ne, eintippen German oder so oder Deutsche. Zur Position Warpen machen wir mal schnell. Warp-Antrieb aktiv. Ja. Auf geht's. Ins Feindgebiet. Wir gehen jetzt zum Bienenstock. Wir haben ja drei Geschütze. Wir hätten natürlich auch noch eins kaufen können, aber wie gesagt, ich gebe hier kein Geld aus für ein Schiff, das wir bald nicht mehr haben. Recruit. This is the gate, the spatial rift that leads to the Drifter Hive. Our fleet just jumped in minutes ago, so expect some friendly company. You're going to need it. Okay. When you're ready, you should approach the spatial rift and activate the gate using the radial menu. Wir nutzen die Spalte. Wir fliegen jetzt durch die Raumspalte. Und ja. Die fetten Jahre sind vorbei, lese ich hier gerade im Chat. Oh mein Gott. Off-Grid-Boosts gibt's nicht mehr. Was sind Off-Grid-Boosts? Weiß ich selber nicht gerade. Die reinen Command Skills bei mir als What Commander eigentlich noch so, weiß ich gar nicht. Ich habe da keine Ahnung. So gut kenne ich mich leider mit dem Spiel dann auch nicht aus, ne? Aber gut. Wir nähern uns der Raumspalte. Nur mal so nebenbei. Wir haben es doch eilig. Hör mal. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das jetzt waren. Ist aber erstmal egal. Ich weiß, dass ich gleich eine rendern muss, damit ich die heute zum Freitag noch hochladen kann. Um 17 Uhr, wie gesagt, erstmal. Damit die erste Folge euch quasi schnellstmöglich erreicht. Gut. Warp-Antrieb aktiv. Warp-Antrieb aktiv. So, dann geht's jetzt hier rein. Den Afterburner, auch der schon aus. Okay. Welcome to the show, recruit. Attention, fleet. This is Fleet Commander Vadari. By order of the Tribal Council, I am assuming tactical command of this strike force. So. Listen up, Capsuleers. Here's the situation. The Drifter fleet is counterattacking from positions around the periphery. If you miss the massive, spiked, round-looking thing, let me be the first to introduce you to the Hive. That thing is pouring out Drifter Seekers, like the first spring floods back on the plains of Matar. I don't think we can stop it until we break through those perimeter defenses. So, wir müssen recruit, erstmal was anderes ausschalten. What are you waiting for? You know the drill. Approach, lock, orbit, destroy. Start handling those seekers. At this point, I need you to leave the battleships to the heavy hitters. Das hier, glaube ich. Now it's time to engage your weapons, Captain. Ja, erstmal die Seeker, okay. So the plan is this. We will take out their fleet to clear a path to the Hive. Battleship wings, you will be the avenging blade that cleaves their ranks asunder. Cruisers, support the flanks of those battleships and be ready to provide webbing support. Frigates, I need your dogfighting skills. You guys have to keep any seekers or drones off the backs of the cruisers and battleships. Every shot counts, and I need all my ships in the fight for as long as possible. Follow the lead of your commanders and maintain fire discipline. Affirmative, Fleet Commander. What in all the hells is this place? They seem to be assembling some horrific machines, using our people as parts?
I thought I'd seen everything, but this is abominable. Not even an Amar slave bit comes close to this. So. Commander, we are intercepting transmissions from the Hive to the fleet. Recruit, come in. The Sisters of Eve Research Outpost was developing sophisticated FTL communications technology. And around the time the facility went dark, we lost communications with the RFS Fateweaver. I should have seen this coming. This is what they were doing at that outpost. Denk mal das hier, sollen wir jetzt gleich zerstören. Isn't this the RFS Fateweaver that just entered the site? Wenn sie mal rangehen würde. Gehen einfach mal ran. It looks pretty different, but that's definitely the Fateweaver. I served in the same wing as that ship. Fleet Commander, the RFS Fateweaver is on a heading for the Drifter fleet. Might be the Drifters have taken it over and done something to it? How did they take over our ships, Commander Vidari? Recruit, I need you to intercept that capital ship as soon as possible, and I need you to slow it down. Yep. RFS Fateweaver is a Lift-class Force Auxiliary, a new and tremendously effective support ship, and it's heading towards the Drifter fleet. If it joins up with them, their formations will be hugely reinforced, and we might not be able to punch through. I am seeing a stasis webifier fitted to your ship. That was good forward planning, and it's precisely what you need for this task. Halt that ship, Recruit. It is of paramount importance. Ja. Gut, dass ich das auskursiert habe. Ist ja nicht so, dass mir jemand gesagt hat, ich soll das machen. Captain, as soon as possible, start. Bin schon dabei. Habe ich schon. Ich beeile mich schon. Wir haben 660 Meter pro Sekunde. Dauert natürlich trotzdem ein bisschen. So. Wir gehen am besten mal direkt auf den Kreisen. 2500 Meter. Optimale Reichweite sind 825 Meter, ja, aber näher ran will ich halt nicht. So, wann kann ich aufschalten? Dauert noch einen Moment. Erstmal nähern. Jetzt kann ich aufschalten. Das heißt, ich kann auch schon ein bisschen draufballern. Ist natürlich noch viel zu weit weg. Ach ja, genau. Das natürlich auch noch. Nee, geht noch nicht. Das Stasi-Netz. Stasi-Netz. Die Stasi kommt gleich. Die Stasis-Netz hat eine optimale Reichweite von gar nichts. Keine Ahnung. Zehn Kilometer. Ist eigentlich... Ja. Kann sagen. Reinforcements are on their way, Captain. Keep your web on it and keep firing. We need to destroy that ship. Ja, ja, ich bin schon dabei. Wo ist es denn? Ach da. Yeah, im Vergleich zu uns, ne? Ein ziemlich großes Schiff. Aber hat natürlich keine Chance gegen unsere drei Waffen und das Stasi-Netz, Stasis-Netz. So, den Afterburner können wir mal ausschalten. Den brauchen wir jetzt nicht. So, wir verlangsamen also das Schiff. Damit es unserer Truppe nicht gefährlich werden kann. Wir werden natürlich auch angegriffen von anderen, das kann uns aber erstmal sowas von egal sein. So, unser Kontostand, ja. Könnten wir wieder ein paar Piraten abschlachten. Ist hier eigentlich... Dauert ein bisschen, bis das Ding tot ist. Also zerstört. Nebenbei können wir halt die dann auch noch machen. Natürlich. Ist ja kein Problem. Aber es werden halt immer mehr, wie wir sehen. Und das ist nicht gut. Das brauchen wir ja ewig. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja gleich mal... Ja. Uns um etwas noch Größeres als das kleine Ding hier kümmern. Ne? Mr. Bienenstock. So, wir sehen's. Schild und Panzerung ist zerstört. Wir greifen jetzt also direkt die Struktur an. Was dann gleich zur Zerstörung dieses Ding hier führen wird. In wenigen Augenblicken. So. Fantastic job, Squad. Recruit,
Get back here and start lighting up the hive. We cannot allow it to continue to deploy these seekers any longer. Fleet, we've breached their defensive perimeter. Scanning the hive now. Pilots, once we have this data, we're burning it down. All forces find a clear shot on the hive. Oh, jetzt geht's ans Nest, würde ich sagen. Locate the hive on your overview and approach it. It's time to rejoin the fleet. Don't forget to use your afterburner and stop your ship when you reach the hive. Ach, eigentlich umkreisen brauchen wir es nicht unbedingt. Ne? Aber wir sind hier ordentlich Gegner am Start. Oh Mann. Eventuell, ja, weiß nicht. Zwischendurch immer mal welche abschießen. Aber dann dauert es länger, bis wir das Nest klein haben. Von daher eher nicht. Dein Maul. Ah ja. Dein Maul. Girl next door. Mhm. Bees and cows belong together. Ah ja. Seit 4 Tagen gibt es diese Person. Ja, okay. Voll Pro. So, wir nähern uns. Ziel aufschalten. Und wir schießen schon mal drauf. Einfach just for fun. Ne? Treffen zwar noch nicht, aber bald. Wenn wir nah genug sind, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wo er hinzielt immer. Aber ist ja auch egal. Komm, wir gehen mal auf Annähern. Damit die hier Ruhe gibt. So. Recruit, I've just completed a surface analysis of the Drifter Hive database. The place is literally a factory of death. Bodies go in, machines come out. They've produced thousands of seekers and we're building up the capacity to make millions. Yeah. I'm not saying this is over, but I want you to know your actions have saved countless lives. Wir kriegen natürlich, wie gesagt, auch Schaden nebenbei. Now, when this thing is brought down, the explosion will be massive. I'm going to pull back the fleet to a safe zone. I am leaving you with the honorable task of striking the death blow. You have earned it, recruit. This will be the ultimate sacrifice for your comrades. The tribes will remember this moment. Ja, danke. On behalf of the Republic. As of this day, I, Fleet Commander Ina Vardari, promote you to the grade of Naval Capsuleer of the Minmatar Republic and grant you full Capsuleer privileges under the Uli Convention. You've earned your immortality and independence, Capsuleer. It has been an honor. We could not have eliminated this threat without you. Go with honor, my kin. Ja, danke. Ja, wie gesagt, gleiches Feierabend für uns, zumindest für unser Schiff. Und der Tod ist nur der Anfang. Der Tod ist nur der Anfang, meine Freunde, das wissen wir ja. Und wir können jetzt mal ein bisschen hier geht der Bienenstock hoch. Den wir gerade sehr schnell eigentlich zerstört haben durch unsere 3 Waffen. Ich meine, wir hätten uns jetzt noch jede Menge Kopfgeld, wie wir sehen, sichern können. Ja. So viel zum Bienenstock. Congratulations, Captain. You have become an independent Capsuleer. Yeah. This means you will now earn your own way in the world of New Eden. Your mentor would not leave you empty-handed, though. Klon aktiviert. There is a new mining ship in your redeemable items, with the necessary modules to use it successfully for mining operations. There is also a blueprint, so you can rebuild the ship you so nobly sacrificed in battle.
Before I fully activate the ship to your command, I would like to leave you with one final suggestion. Go visit the career agents. As you progress so quickly through your training, you may still want to fine-tune your skills. The career agents are also a great way to earn more rewards. It has been a pleasure to guide you through this challenging process, Captain. Fly safe, Capsulia. Ja, hier ist unser Rifter Blueprint. Wir können uns also die Rifter wieder bauen, wenn wir wollen. Hier ist aber auch die Venture. Ja. It is possible you have an old ship in your hangar. If so, you can activate that ship. Die Reaper. Ja, gut. Wie gesagt, das kommt dann halt drauf an, was wir wollen, ne? Wir haben hier die Reaper, die Venture. Und wir können die Rifter zusammenbauen. Also, beziehungsweise können das Ding produzieren. Wir steigen jetzt einfach erstmal in die Rifter ein. Aktivieren. Click on the highlighted Eve Help icon in the Neocom and select Show Career Agents. Ja, Karriereagenten anzeigen. Das noch natürlich. Take a look at the different career agents. Each career agent specializes in a certain field. When you've decided which interests you most, set destination to their location. Ja, wir müssen also eigentlich schon mal einen auswählen. Das sind, wie gesagt, die, die es gibt. Wirtschaft, Erkundung, Industrie, Militär, fortgeschrittenes Militär. Ja. Das ist jetzt die Frage. Ich gehe jetzt einfach mal auf Militär. Es ist eigentlich egal, das sind alles dieselben Kurse. The next Stargate in your route will always have a yellow icon like the one. Ich will aber erstmal mein Schiff ausrichten, danke. And jump through to move closer to your destination. Können wir noch nicht nutzen. You can also activate the autopilot to automatically warp and jump your ship towards your destination. While useful, the autopilot is not as fast as manually traveling from gate to gate. Was ist das eigentlich? Witzigerweise. Ja. Haben wir keine Schusswaffen bekommen, ne? So, wir nehmen mal den Rifter Blueprint mit. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Können wir verkaufen. Machen wir aber nicht. Ja, wir machen das hier noch schnell. Alles jetzt in dieser Folge. Ich glaube, das hier habe ich abgespeichert, oder? Ich muss mal kurz gucken. Wo war denn das? Hier. Orte. Kontakt. Nee. Orte. Persönliche Orte, ja, das hier ist abgespeichert. Weil wir haben ja hier noch Sachen. Wir haben ja hier noch Sachen in dem Ding. Und ich habe halt Angst, jetzt aufzuhören. Nicht, dass das wieder von vorne anfängt, das Tutorial beim nächsten Mal. Deswegen möchte ich das Tutorial jetzt abschließen noch. Das ist halt eine längere Folge. Ist ja kein Problem für euch, ne? Ja, habt ihr Spaß dran? Vielleicht. Oh, der Pierre ist da. Uweso. Und die gute Shivama. Und Vicious. Gut. Unser Ziel ist es jetzt leider schon, eine Agentenmission anzunehmen. Annäherung an das Sprungtor. Was ich jetzt nicht so schön finde. Weil, ja, ich wollte damit eigentlich, ne, aber es ist egal, wir können, glaube ich, sowieso alle Agentenmissionen machen. Also wir müssen uns da nicht ganz festlegen, sondern wir können einfach alles machen. Wir bekommen dann für alles die Belohnung, glaube ich. Wenn das falsch ist, sagt es mir. Wenn, kann natürlich auch sein, dass wenn eine Agentenmission, also eine Questreihe abgeschlossen ist, dass wir dann die anderen nicht mehr machen können. Das kann natürlich auch noch sein. Ich weiß es nicht genau. Autopilot springt. So, wir haben danach noch einen Sprung. Wie gesagt, das dauert ein bisschen immer. Ich denke, ich werde... Nee, so lange dauert es jetzt halt auch nicht mehr. Noch einen Sprung. War
zum Sprungtor. Warp-Antrieb aktiv. Wenn es jetzt noch 3 Sprünge oder so wären, hätte ich gesagt, ich beende kurz die Aufnahme und mache dann weiter und schneide das zusammen. Weiter. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt haben. Ist aber auch egal. Ich habe jetzt hier auch gar nicht großartig gelesen. Drück mal Alt-P. Drück mal Alt-F4, Alter. Annäherung an das Sprungtor. So, wir haben noch einen Sprung, dann geht's daran. Ich glaube, wir müssen das erste annehmen, aber abschließen müssen wir noch nicht. Was ich da auch noch nicht werde, ist natürlich, uns geht dadurch, werden wir gleich sehen, es gibt, wenn man die Agent-Mission schnell beendet, kleinen Bonus, den wir nicht bekommen werden, weil ich mich dann auslogge, wenn wir das angenommen haben. Da geht uns halt der Bonus durch die Lappen, ist aber auch egal erstmal, ne? Wir werden durch die anderen Missionen noch genug Bonus bekommen. Wir haben jetzt auch schon 290.000. Ja, unsere Rifter waren natürlich versichert. Das können wir nämlich auch noch machen. Wir können unser Schiff versichern. Dann kriegen wir, wenn wir das Ding im PvP oder gegen Piraten verlieren, wenigstens Geld wieder. Ach, mir macht das Spiel Spaß. Ne? Ist auch mal wieder ein bisschen was anderes als diese ganzen actionreicheren Spiele, die wir zuletzt hatten. Auf dem Kanal hier. Jetzt mal wieder was Ruhiges, Gechilltes. Außer man geht so in Massenschlachten. Aber ja, bisher war es doch ganz gechillt. Ich hoffe, ich konnte auch euch ein bisschen was erklären und ein bisschen vermitteln, wie viel Spaß das Spiel eigentlich macht. Wie gesagt, sagt mir Bescheid, ob ihr mehr sehen wollt von dem Spiel oder nicht. Mir ist alles recht. Wenn ihr sagt, okay, nee, du bist scheiße, Junge. Bei dir gucken wir kein Eve. Ja, dann halt nicht. Dann machen wir halt nicht weiter. Ist aber auch nicht schlimm. Spielen werde ich es auf jeden Fall. Ob ich es im Livestream spielen werde, weiß ich auch noch nicht. Vermutlich mal immer so ein bisschen, ne? Wie gesagt, wenn es euch halt gefällt, da war es mit Dresden. Wenn es euch gefällt, dann machen wir natürlich auf YouTube weiter mit. Natürlich mit Harry Podan. So, welche nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal einfach Militär. So, wir beginnen ein Gespräch und müssen halt annehmen. Was müssen wir hier machen? You are now in the good hands of the career agents. I suggest exploring different careers with their guidance. I will now enter standard operations mode as your ship's AI. Ja, toll. Militär. Können wir machen. Problem ist, wir haben ja nichts. Ne? Wir haben ja nichts. Alter. Das heißt, wir müssen dann beim nächsten Mal erstmal los und uns was kaufen. Wenn wir denn hier weitermachen, das werden wir dann sehen. Das war es nämlich für diese Folge und erstmal für das Projekt. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, machen wir mehr. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge von Eve Online. Bis dahin, tschüssi.